In dieser Übung soll die Orientierung im Raum verbessert werden. Es geht um die Fahrradbeherrschung bei geringen Geschwindigkeiten und natürlich auch um defensives Fahren. Das heißt, die Kommunikation und Rücksichtnahme aufeinander. Es werden zwei oder drei Teams gebildet mit jeweils zwei SchülerInnen. Es sitzt jeweils eine SchülerIn auf dem Rad. Der Radfahrenden wird die Rolle des Blinden zugeschrieben. Gefahren wird mit geschlossenen Augen. Die FußgängerIn bekommt die Rolle des blinden Führers. Ihre Aufgabe: das blinde Kind auf dem Rad innerhalb des Spielfeldes leiten. Damit sich das blinde Kind auf dem Rad sicher fühlt, legt ihm zu Beginn der Blindenführer eine Hand auf die Schulter. Danach folgen nur noch die akustischen Signale wie rechts, links, langsamer, stoppen. Die BlindenführerInnen sollten auf die anderen Paare im Spielfeld Rücksicht nehmen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Die Geschwindigkeit wird eher gering gehalten.